Schweizer Pflegeinstitutionen schlagen Alarm. In den nächsten 10 Jahren müssen über 85'000 neue Stellen besetzt werden. Das zeigt jetzt eine aktuelle Studie vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium OBSAN. Alles das, was du gehst, komm irgendwann zurück zu dir. Karma, Karma, Karma. Was erfüllt den Mensch? Was bedeutet Glück? Was macht die Jungen stolz in Zeiten wie heute? Auf welches Ziel schafft man hier? Was will man lernen? Wie kann man die Welt verändern und Menschen helfen? Man ist jung, hat kein Geld, lernt und lernt, will die Welt kennenlernen und endlich weg. Aber man ist abhängig von Regeln und Eltern. Zuerst wird eine Lehre für ein gesundes Fundament gemacht. Das ist eine Realität. Schaffe ich mit den Händen oder gebe ich auch mein Herz? Bin ich da für einen Mensch, gehe einen gemeinsamen Weg. Wer anderen hilft, wird es, wenn reich beschenkt. Die Erde dreht sich nicht immer im Kreis. Blut, Tränen und Schweiß. Es braucht Menschen, die sich helfen auf dieser Reise. Alles das, was du gibst, wird irgendwann das, was du gibst. Karma, Karma, Karma. Alles das, was du gibst, kommt irgendwann zurück zu dir. Karma. Das, was du gehst, wird irgendwann das, was du gehst. Karma, Karma, Karma. Alles das, was du gehst, kommt irgendwann zurück zu dir. Karma, Karma, Karma. Ich hab mich entschieden, wir haben genug Fragen geplagt. Woher man kommt, wer man ist, wohin man gehen wird. Was man bewirken kann, wo Not am Mann ist. Und was passieren würde, wenn plötzlich keiner mehr da ist. Keiner im Spital hilft, keiner mehr mit der Rede. Keiner mit zu der Schau, geht's dir mal lernen. Wenn du alt wirst oder hilflos, Schicksal einschlägt. Wenn du hilfst, sind sie irgendwann auch für dich da. Das ist meine Überzeugung, es gibt nichts, wo dir mehr gibt als geben, wenn es sonst nichts gibt. Wenn du dich selber überflügelst, trotz Opfer, am Ende vom Tag kannst du dir auf die Schultern klopfen, weil so Leute braucht es. Es braucht sogar unglaublich viel so Leute. Come on.